Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einem weiteren Angezockt auf Hirnsturz und zwar diesmal mit Myst. Ja, nicht Myst im eigentlichen Sinne, sondern in Myst Survival, einem neuen Survival-Spiel, was derzeit im Early Access ist, derzeit zum Zeitpunkt der Aufnahme in der 016. Das Spiel kostet gerade mal 8,99 auf Steam, was ich sehr fair finde, denn das Spiel macht wirklich Spaß und ich habe es im Stream schon angespielt und habe da so ein bisschen reingeguckt und das will ich euch hier als Angezockt ein bisschen vorstellen. Myst ist ein Solospiel, leider. Also ich hoffe, dass das noch einen Multiplayer kriegt und dass der Entwickler genügend Aufmerksamkeit bekommt, dass man Multiplayer zocken kann. Und es ist in der Unreal Engine. Und ich will euch das einfach mal hier zeigen, damit ihr das mal seht. Es ist eine Mischung aus Myst Created, Seven Days to Die und all so Dingern. Es hat Zombies, es hat Survival und es hat sehr, sehr gute Ansätze, die ich in anderen Spielen auch schon gesehen habe, aber nicht in einer Art Survival-Spiel. Also von daher schauen wir gemeinsam mal rein. Wir sagen ein neues Spiel. Und wir starten irgendwo auf einer Karte, die fest ist. Also die Map ist nicht random, sondern die ist festgelegt. Und wir werden irgendwo auf dieser Map praktisch gespawnt. Und dann können wir hier loslegen. So, ich hoffe, das läuft jetzt. Das Spiel ist nämlich ganz schön leistungshungrig. Das ist, wir gucken mal. So, 3 Jahre ist es her, dass die Welt ins Unglück gestürzt worden ist. Es kam ein mysteriöser Nebel und die Menschen sind alle Zombies. Und die, die überlebt haben, scheinen immun zu sein gegen diesen Nebel. Und wir müssen halt in dieser Welt, die jetzt dort ist, überleben. Also typisch, ne? Zombie, Mensch, tot. Mach, was du machst. Ja, wir sind da. Und werden gleich irgendwo im Wald ausgesetzt. Und ich hoffe, dass das jetzt hinhaut. Nicht gar nicht so leicht. So, hier kriegen wir so ein bisschen Grundlagen. Das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Wir können kurz Tab drücken, da sehen wir oben die Uhrzeit. Wir haben die Temperatur. Es gibt Gesundheit, Hunger, Durst, Müdigkeit, Ausdauer und Kälte. Also gegen die Sachen müssen wir uns schützen. Und wir sind irgendwo mitten im Wald und wir hoffen, dass wir was finden. So, so sieht das hier aus. Wir nehmen uns einen Rucksack, der erweitert das Inventar. Und hier sieht man schon, man kann verschiedene Sachen craften. Das ist ein Ein-Mann-Spiel, also der Entwickler ist alleine und er macht das hier sehr, sehr gut, wie ich finde. Also er hat sehr, sehr gute Ansätze. Und wir laufen ja mal hoch, jetzt scheint es zu laufen, das ist gut. Ich habe nämlich eben schon mal versucht aufzunehmen. Da ist eine Straße und ich würde sagen, wir gehen mal auf die Straße. Ich kann sofort sagen, wenn wir hier einen Zombie sehen, sollte man sich auf jeden Fall vom Zombie fernhalten, weil ohne irgendwelche Waffen hast du hier null Chance. Also du boxst nicht und gegen die auch nicht. Und das sind keine Zombies. So, hier ist Mortal One. Wir können mal ein bisschen aufsammeln. Blätter, Federn. Da ist noch ein Blatt und ich hoffe, der Bär da? Bleib fort. Geh fort, Bär. So. Steinchen und so weiter, die brauchen wir dann zum Craften. Aber das dauert noch ein bisschen. Wir bauen erstmal Dinge. Man kann Autos reparieren, die man auch fahren kann. Also es hat sehr viel so ein so, ja, Daisy und so weiter. Hier ist noch Benzin drin. Könnten wir uns entsprechend rausholen, wenn wir dann einen Kanister hätten. Haben wir aber nicht. Wir machen hier wieder zu. Gucken im Kofferraum und hier haben wir Metallschrott und Painkillers. Ihr seht auch, das Looten dauert immer im Moment. Also es ist nicht so, dass man hier direkt alles rausnimmt. Das finde ich auch einen sehr guten Aspekt, weil das so ein bisschen simuliert, dass man was durchsucht. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Ich weiß jetzt nicht, wie viel ich hier in dem Angezockt zeigen kann. Ich probiere aber trotzdem mal ein bisschen was zu zeigen, wie das Crafting aussieht, weil hier gibt es wirklich Sachen, wo man dann auf einem Holzhackklotz Holz hacken muss. Und das macht man nicht alles im Inventar, à la Seven Days to Die, sondern das macht man so richtig, wie man sich das vorstellt. Natürlich keine Simulation und das ist schon so, dass es spielbar ist, aber es ist schon, hat gute Ansätze. So, hier haben wir zum Beispiel Zündkerzen und wenn wir jetzt die Zündkerzen ausbauen, dann sagt er, es dauert 3 Minuten. Es dauert natürlich nicht wirklich 3 Minuten, weil die Zeit im Spiel schneller vorbeigeht, als es natürlich 3 Minuten hat. Aber da sind nochmal Zündkerzen. Was, kann ich die austauschen? Ja, kann ich. Habe ich es gerade umgebaut. Hier müssen wir jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, hier in Hotels sind Zombies. Da ist was zu essen. Und da ist eine Werkzeugkiste. Und Dinge, die halt rausgeschraubt werden müssen, also wie eine Zündkerze oder ein Motor oder ein Reifen oder so weiter, die brauchen halt ein Momentchen. So, ich glaube, in diesem Gebäude gab es aber nicht viel Loot, wenn ich mich recht erinnere. Immer schön hier reingucken. Hier hat man zum Beispiel eine Batterie, das ist gar nicht so schlecht, jetzt ist allerdings Inventar voll. Wobei, ich glaube, das dauert schon länger, ihr seht schon, so eine Batterie ausbauen.
Wir können die Sachen nämlich stacken, das macht er nämlich nicht automatisch. Die Grafik ist ja auch jetzt nicht voll aufgedreht. Ich habe so ein bisschen was runtergedreht, Schatten, die Sichtweite ist reduziert. Das sind Dinge passiert, die halt das Ganze ein bisschen spielbarer machen. Und wir gucken mal. Ja, wie gesagt, wir können ein Auto reparieren und es ist halt eine feste Karte. Also ich weiß jetzt auch ungefähr, was wo ist. Es gibt NPCs, die auf einen schießen. Also die NPCs haben dann entsprechend automatische Gewehre. Und die machen einem das Leben schwer. Aber nicht nur die, sondern halt auch Bären. Und das Spiel ist wirklich hart. Also ich bin schon ein paar Mal gestorben. Ich habe mir schon das Bein gebrochen. Das geht hier nämlich auch. Polterst da so ein bisschen runter. Und hier seht ihr schon im Wald eine Hütte. Und wenn ich mich nicht täusche, sind da auch NPCs. Und da... Ja, mach halt die Tür auf. Da ist ein Motor drin. Könnte ich jetzt ausbauen und mitnehmen? Wäre gar nicht so schlecht, um ein Auto... Komm, nimm ihn mit. Das dauert einfach einen Moment. So, ich hau kurz meinen Pressluftschrauber raus und demontiere die. Ich glaube, hier unten waren NPCs, oder? Ich weiß nicht, ob die immer da sind. Wir können ja mal gucken. Oh, Evil Chicken gibt's auch. Liebe Grüße an Kronk an dieser Stelle. Ja, ja, flieht. Ja, okay. Die sind da. Die sind alle nämlich schwer bewaffnet. Das lassen wir. Da fliegen eigentlich schneller die Kugeln um die Ohren, als du das Huhn jagen kannst. So. Wir gucken nochmal die Autos durch. Man kann leider noch nicht alle looten. Es gibt verschiedene Sachen, die halt nicht lootbar sind. Kann ich die nicht stacken? Weißt du was? Ich lasse die Federn hier. Nimm die Getränke mit. Aber wir müssen uns langsam mal eine Basis suchen. Denn es gibt hier verschiedene vorgefertigte Häuser. Die kann man stacken. Indem man dann sich eine Basis einrichten kann. Und überall die Autos, die ihr hier mit diesen weißen Fahrersymbolen seht, die könnt ihr halt auch fahren. Also wenn sie repariert sind. Da müssen halt vier Reifen ran. Und erfahrungsgemäß haben die halt gar nicht vier Reifen. Also, ja, die sind alle demontiert, alle aufgebockt. Nein, ich mache jetzt nicht den blöden Witz. Aber hier können wir uns umgucken. Da vorne ist eine Tanke. Also was ich jetzt überhaupt nicht habe, ist irgendeine Waffe. Man könnte jetzt auch Dinge da unten reinmachen, das Inventar. Wir können ja mal die Säge hier unten reinlegen. Ich hoffe, ich kann mal hören. Hallo? Hallo, ich bin's. Okay. Hier gibt es zum Beispiel eine Werkbank. Die ist ziemlich wertvoll, weil da kann man Sachen craften. Hier ist noch eine Autobatterie. Da ist Munition, aber ohne Waffe. Nochmal Munition. Und man kann nur die oberen drei looten. Da ist noch ein Motor, das ist auch ganz cool. Hier ist noch ein Spind. Da ist eine Waffe. Nice. Eine große Dola. Die trinken wir jetzt mal. Ist ja nicht nötig gewesen, aber ich mache es jetzt einfach mal, um das aufzufüllen. Und ich weiß, das ist eine Dose Cola, aber ist halt ein blöder Witz, den ich machen muss. Tut mir sehr leid für die Leute, die mich noch nicht geguckt haben. So, Rifle Ammo. Tja... Ich nehme es mit, vielleicht finde ich ja einen Rifle. Ich glaube, dass nämlich das per Zufall ist. So, sonst habe ich alles, oder? Jetzt habe ich alle Container hier. Habe ich alle Container durchgesucht? Da ist ein Reifen. Das wäre auch zum Beispiel gut, um ein Auto zu reparieren. Und ich würde sagen, wir haben die Buchse voll und die Taschen auch. Wir gehen mal runter. Weil hier unten... Wenn man hier abbiegen tun tät, kommt ein Bär. So. Und ich würde sagen, wir laufen durch den Wald, weil ich will euch die Hütte hier hinten zeigen. Die ist nämlich ziemlich gut. Die habe ich im Livestream auch schon genutzt als Basis. Der einzige Nachteil ist, dass der Bär einem hinterher ist. Oh, voll vor dem Baum gerannt. Wie im Film so. So, hier ist nämlich eine ganz schöne Hütte. Die ist auch gar nicht mal so klein. Und hier haben wir richtig Platz. Und wir haben einen Kombi vor der Tür. Der, glaube ich, parkt er weiter vorne. Ne, parkt an der gleichen Stelle. So, da geht die Tür auf. Und ich zeige euch mal unser neues Zuhause. Hier ist eine Küche, die können wir hart durchlooten. Und hier unten ist so ein bisschen frei. Also können wir noch einiges hinbauen, sozusagen. Und hier ist ein Bett. Den kann man auch bewegen, die Betten. Man kann das einfach mit M rumtragen.
Leider kriegt man es hier nicht durch die Tür, weil die Tür zu eng ist. Das habe ich alles schon probiert, glaubt mir. Und ich habe gehört, man kann dort sterben. Naja. Hier kann man schlafen, wenn es notwendig ist. Im Moment ist es nicht notwendig. Wir sind ja eigentlich noch recht frisch. Und ich glaube, die anderen Räume waren auch... Genau, waren auch leer. Also ist noch Zeit für Gäste. Platz für Gäste. Zeit. Ja, Minja, ist Zeit. Natürlich ist Zeit. Es ist Zeit, hier das Let's Play zu beenden, wenn ich hier weiter rumspinne. Beziehungsweise Let's Play erstmal so ein angezeigt. Oh, ein Messer. Das ist natürlich sehr nice. Wenn man bei dem Spiel stirbt, verliert man einen Anteil an Gegenständen. Und deswegen sollte man tunlichst nicht sterben. Und wir packen mal hier unseren Kram rein. Dass, falls uns der Bär da hinten wegnascht, dass wir da noch Dinge haben. So, Streichhölzer also nicht verkehrt und ein bisschen Munition. Wir packen das mal hier oben rein. Säge, ja. Ein Hammer haben wir schon, ein Messer haben wir schon. Allerdings mit dem Messer gegen Bären zu kämpfen, ist keine gute Idee. Das kann ich direkt sagen. So, das sind so ein bisschen Werkzeuge. Dann machen wir hier einen Küchenschrank einen Motor, ne? Macht man ja immer so. Und wir machen mal die Bauteile rein und die anderen Dinge. Blätter, Steine. So, Pistole können wir auch hier lassen, weil wir haben eh keine Munition dazu. So, dann können wir wieder auf Loot-Tour gehen. Ja, um so ein Haus für sich einzunehmen, da geht man hier an dem Haus außen dran, hier an den, was ist das hier, für Freisprecheinrichtung? Keine Ahnung. Jetzt sieht man das Haus und kann sagen, set a base, denn man kann hier auch, man sieht hier Crewlist, die Crewlist ist nicht Multiplayer, das wäre zu schön, sondern die Crewlist sind NPCs, die man hier einstellen kann, die zum Beispiel für ein Holzhacken, Wasser destillieren und. Holzhacken können wir noch nicht, aber ich glaube, hier hat eine Axt irgendwo drin gesteckt, ne? Da ist eine Axt. Und hier ist auch eine Axt. Aber das ist eher der Hackklotz, der das so darstellt. Also es ist nicht wirklich eine Axt. Die Werkzeuge gehen kaputt und man kann Holzhacken. Wie funktioniert Holzhacken? Kann ich euch zeigen. Ist hier irgendwo ein Bär? Nein. Wir hacken jetzt einfach mal Holz. Wir holen die Axt raus und hauen hier mal so eine Fichte um. Das Fichte? Weiß ich nicht. Ich sag einfach einen Baum. So, man sieht unten den Fortschrittsbalken. Durch das Schlagen auf dem Baum fallen hier auch einige Sachen schon runter, nämlich Blätter. Ja, Nadelbaum hat Blätter. Naja, Kleinigkeiten, Early Access, ne? Muss man jetzt nicht so, darf man nicht so streng sehen. Wenn man verschiedene Werkzeuge verwendet, kriegt man verschiedene Materialien. Okay. Verschiedene Materialien raus. Und ich muss jetzt gleich ins Haus. Oder ich bin tot. So, man kann auch den Stumpf abschlagen. Was ich jetzt so ein bisschen schade finde, ist hier, dass man praktisch der Baum direkt zerfällt und man praktisch nicht den Baum noch klein hacken muss. So, wir haben das, muss ich echt ein bisschen aufpassen, weil der Nebel ist ein Event. Das ist praktisch wie der Blutmond. Wenn der Nebel da ist, kommen Zombies und da müssen wir ein bisschen aufpassen. So, nehmen wir hier ein bisschen die Bäumchen mit. Frage, ob ich jetzt hier... es geht schon los. Es geht schon wieder los. Also hier können wir jetzt Holz hacken. Kann ich das mal zeigen. Da können wir jetzt Brennholz halt herstellen. Und wir können das auch im Inventar craften. Ich habe so ein bisschen... in Angst. Da ist einer. Ich glaube, ich gehe mal lieber rein. Ich sag jetzt nichts mehr, es ist ein angezockt. Still sein. Zu. Bleibt der Zombie. Ist er irgendwo. Schön die Funzel an, damit er uns sieht. Knurrt doch hier irgendwo. Kommt da rein. Und die Zombies sind richtig hart. Also. Also die Zombies, die machen einen Ruckzuck-Kapeister. Da ist dann direkt Schluss mit lustig. Die rennen auf einen zu und dann ist man mit zwei, drei Schlägen ist man im Jenseits. Wollen wir nicht vorführen? Da hinten ist übrigens ein See, wie man sieht.
Und vorbei? Nein. Vorbei. Halt ist vorbei, Minjas. So, was wir jetzt machen können, wir könnten schlafen. Sind wir da schon ein bisschen müde? Wir sind ein bisschen müde. Ich zeige euch mal das Schlafen. Vielleicht, wir sind ja die Zombies vorbei. Das sind ungefähr 3 Stunden. Von meiner Erfahrung gemacht. Naja, waren 2,5 vielleicht. So. Wir haben es einfach verschlafen, die Geisterstunde. Zombies weg. Es ist so, dass die Zombies, die draußen rumlaufen, die sind nicht permanenter, sondern die sind an gewissen Punkten in Häusern, aber kommen dann halt zu dieser, ich nenne es einfach mal Geisterstunde. Was können wir noch machen? Wir können Dinge auseinandernehmen. Also wir können so einen Tisch zerschlagen, ähnlich wie ein Baum, einfach ein paar Mal klicken, die Stamina achten und dann liegen hier so ein paar Bretter, mit denen wir auch craften können. Es gibt mehrere Arten von Craften. Wir können B drücken. Das sind so Grundlagen. Wir können hier ein Campfire machen, eine Torch und so weiter. Ich würde sagen, wir sammeln jetzt ein bisschen Steinchen und ein paar Zweige und dann können wir uns zumindest schon mal ein Campfire machen. Einfach nur, um das auch mal zu zeigen. Ich meine, ob es Sinn macht, kann man sich jetzt drüber streiten, aber für das Angezockt wollen wir ein bisschen was zeigen. Ich packe mal das ganze Holz, damit mein Inventar nicht voll ist, hier rein. In diese Kiste. Hatte ich doch irgendwo noch Zweige abgelegt. Rinde ist auch sehr wichtig. Die ist zum Beispiel zum Anfeuern von einem Grill. Oh, Feuer. Guck doch mal, da sind Weichhölzer, die immer mit raus. Zweige, Steine, Blätter. Die stacken nämlich bis zu einer gewissen Höhe. Da ist sogar Wasser drin. Das ist auch sehr, sehr gut. Könnten wir eigentlich trinken. Das können wir auch später selber destillieren, das Wasser. Und wir legen jetzt hier die Zweige rein und die Streichhölzer lassen wir dann doch vielleicht hier bei den Werkzeugen. So, wir trinken jetzt einfach mal einen Schluck. Man kann nämlich bei dem Trinken sagen, dass man ein bisschen was trinkt oder so viel, bis es gut ist. Also wir sind jetzt ja so, naja, 2/3 durstig. Das heißt, er trinkt jetzt 0,73 Liter, genau das, was wir halt brauchen. Ja, dann haben wir praktisch unser... haben wir unseren Durst wieder aufgefüllt. Wir sind auch gar nicht so müde. Das heißt, wir können noch losgehen. Wie viel Uhr haben wir denn? 16.29 Uhr. Also wir haben noch ein bisschen Zeit. So. Okay. Da ist nichts drin. Wir können mal in die Garage gucken. Ich dachte, das wäre ein Reifen, den wir irgendwie verwenden können. Eine Feuertonne. Die können wir zum Beispiel mitnehmen. Das können wir als praktisch als Grill nutzen. Da müssen wir uns kein Campfire machen. Drücken M, dann haben wir das Ding in der Hand. Und dann kannst du mit dem Ding um die Gegend laufen. Geht übrigens auch eine ganze Zeit lang. Also ist nicht nur beschränkt. Interact. Okay, Moment. Stop. Nicht beschränkt praktisch. Ich kann ja wirklich durch die Pampa laufen. Ich habe schon aus der Werkstatt hinten. Habe ich. Setz mal hier hin. Zack. Habe ich die Werkbank mit hierher genommen, um hier Sachen zu craften, weil die Werkbank macht natürlich mehr Dinge als jetzt, ne? Als jetzt dieses normale Inventar. So, da haben wir so ein Zahnrad, das brauchen wir später für Upgrades. Und hier ist Essen. Und ich mache das jetzt einfach mal hier rein, ist ja egal. Wir gehen mal weiter looten, damit ich das Spiel ein bisschen zeigen kann. Also, ein Feuer müssen wir schon mal nicht craften. Hier im Wald liegen auch immer Sachen rum, also... Irgendwo auf der Strecke liegen Sachen, die man looten kann, wie hier ein Blatt. Oh, ein Blatt. Blätter und sowas brauchen wir, um Seile zu machen. Hier haben wir noch ein Messer, das ist gut. Denn die Messer verbrauchen sich. Was ich vorhin beim Fällen von dem Baum erklären wollte, ist, wenn man jetzt mit dem Messer craftet, beziehungsweise mit dem Messer hier an so einen Baum geht, dann schnitzt man Rinde raus. Und die Rinde braucht man zum Beispiel als Zunder, um Feuer anzumachen. Man braucht so ein bisschen, naja, so ein bisschen wie The Long Dark. Man braucht immer einen Beschleuniger sozusagen, um den Herd zu starten. Jetzt nehmen wir hier ganz viel Rinde mit. So, was man jetzt aber sieht, ist, dass dieses Spiel, dieses Messer sich abnutzt. Wir sind jetzt bei 77%. Und ich habe das schon ziemlich schnell nach unten geschnitzt. Also die, wenn du da, ich dachte, ich raue Rinde und Rinde ab, ich nehme mal so ein paar Bäume mit, eine Rinde kann man immer gut gebrauchen und schwuppdiwupp war das Messer kaputt. Also wenn man da nur eins hat, sollte man wirklich tunlichst aufpassen, dass man da auf die Haltbarkeit der Werkzeuge achtet. So, hier oben ist ein etwas größeres Haus. Bin mir allerdings nicht mehr sicher, hier hat die Textur noch nicht richtig geladen oder das war so wenig texturiert. Es ist halt alles im Early Access, es ist relativ frisch, es kommen relativ viele Updates, also das finde ich echt gut gemacht.
Und es ist eine One-Man-Show. Das ist halt immer so ein bisschen problematisch. Deswegen hab Nachsicht mit Fehlern, die jetzt da noch drin sind. Aber das wisst ihr ja auf meinem Kanal, ja. Und eine Bandage und Fleisch aus der Dose. Ja, haben wir. Ein bisschen aufpassen, dass wir nicht ein Zombie irgendwie... Da ist ein Pfeil. Man kann auch Pfeil im Bogen craften und solche Dinge. Also so ein typisches Survival-Spiel. Hier ist eine Batterie drin. Hat man aber schon, ne? Und wir haben auch Zündkerzen schon gehabt. Braucht man nicht unbedingt. Was haben wir denn noch? Man kann leider noch nicht jeden Container looten. Also ich würde mir jetzt wünschen, so eine Mülltonne zum Beispiel zu durchwühlen. Klingt irgendwie komisch, aber im Zusammenhang mit dem Spiel macht das Sinn. Hier haben wir zum Beispiel einen Reifen. Decken wir uns auch mal schnell ein. Ein Hammer, sehr gut. Den brauchen wir zum Beispiel, um Dinge zu bauen. So ein Hammer ist notwendig. Flaschen habe ich noch nicht so den Sinn gesehen. Platinen sind alles für höherwertige Sachen. Das brauchen wir dann zum Beispiel für die Werkbank. Mal gucken. Ich würde gerne was zu essen haben. Den Reifen können wir dann zum Beispiel mal an unser Auto dran schrauben, was vor der Tür steht. Dann hätten wir schon mal die Sachen verbaut. Oh, hier ist noch so ein Upgrade. Das ist super. Und noch eine Can. Ich glaube, die stacken, oder? Nein, die stacken nicht. Verdammt. Ich lasse mal die Rinde hier und nehme das Essen mit. Das ist eigentlich am Anfang recht wichtig, weil bis wir jagen können. Ich hatte das Glück im Livestream, dass ich eine Pistole gefunden habe und Munition. Und dadurch kann man auch sich einen Bären jagen. Den kann man dann auseinandernehmen. Und die Schuhe können wir anziehen. Bin mir allerdings unsicher, was die machen. Ob die einem mehr Schutz geben. Da hinten ist irgendwie eine Mauer. Ich glaube, das ist die Map begrenzt. So, jetzt bin ich überlegen. Ich glaube, ich nehme die Werkbank mit. Ups. Die Hocke wollte ich nicht gehen. Bretter. Da muss ich mich auch nicht mit belasten. Platz haben wir eh nicht viel. Hämmer. Machen wir hier unten rein. Weißt du was? Da machen wir das Werkzeug hier unten rein. Ich hoffe, ich sterbe nicht. Flasche können wir eigentlich auch mal droppen. Was ich sehr interessant finde, das kann ich euch vielleicht mal gleich zeigen. Oh, das sieht natürlich auch nicht so schlecht aus. Oh, Seile direkt, 3 Stück. Das ist unheimlich viel wert. So, das Auto könnten wir uns reparieren. Aber wir haben ja so ein Kombi direkt vor der Tür stehen. Und da Zündkerzen, Batterien und so weiter der ausschlaggebende Punkt ist, um so ein Auto zu fahren. Und ich denke mal, dass ich das auch verbrauchen wird. Können wir erstmal so das rumbauen, dass wir im Auto hier rumgurken können. Hier ist nämlich noch irgendwo eine Stadt noch in der Nähe. Oh, sieht echt gut aus. Das decken wir jetzt. Der Göller. Jetzt wird es echt eng. Das eine Blatt lassen wir hier. Den Schrott nehmen wir mit. Ach, die Pfeile kann ich mir später auch craften. Ich nehme jetzt erstmal das Essen mit, ich glaube. Wobei das für das Angezockt eigentlich unerheblich ist, was man hier mitnimmt. Also, es ist nicht so wild, hier ein Auto gegen einen Baum gekracht. So kleine Details finde ich echt gut. Was ich euch zeigen wollte, ist das Vaulting-System. Also das Hochklettern an Dingen oder Überklettern von Dingen. Man kann hier nämlich über Zäune steigen. Ich glaube, vielleicht kann man es auch im Auto zeigen. Warte mal, ich probiere das mal. Ja, seht ihr, er drückt sich so hoch. Also man rennt nicht dumm gegen das Auto, sondern er drückt sich hoch. Und das macht er halt auch bei Zäunen. Und das finde ich so eine Kleinigkeit. Klar, kennt man jetzt von PUBG und so weiter. Ist mir schon völlig klar, dass es solche Dinge auch in anderen Spielen gibt. Aber das finde ich sehr sympathisch. So, wir nehmen jetzt die Werkbank mit. Könnt ihr aber glauben. So, ich weiß, ich bin sehr stark. Nicht erschrecken. Gemacht. M. So, das Problem ist jetzt... Gab es noch ein Update? Haben sie das geändert? Nee. So, Q und R. Wir müssen das jetzt durch die Tür buxieren. Ist halt wie beim Umzug, nur dass ich alleine bin. Aber ich bin unheimlich stark. Wissen nur viele. So. Komm. So. Hoch. Hoch. U. Wiggle die Wiggle. So, jetzt haben wir es. Wir nehmen jetzt die Werkbank mit. Ist ein bisschen unrealistisch, weil er ja... Das haben sie echt geändert. Das habe ich nicht so oft. Weißt du, was auch sein kann, dass das Messer ist? So. Was ich sagen wollte, man sieht ja die Hände, ne? Also er trägt es ja nicht, sondern ist eher Telekinese. Aber das ist halt in so einem Survival-Spiel hat man auch mal per Telekinese was in der Hand.
Ist das hier schon? Ja, aber ein bisschen weiter drüben durch den Wald, weil... sonst eventuell Aua. So, ist er. Muss ein bisschen drehen. Komme ich nicht bei den Bäumen durch. Da ist der Bär. Wenn der mich erschnuppert... Oh Gott, voll vorm Baum gerannt. Ist hier auch ganz schön kapheister. So, ich habe noch Ausdauer. Ich sprinte immer gern mit so einer Werkbank in der Hand. Wobei der Bär ab einem gewissen Stück auch ablässt. Also müsst ihr einfach ein bisschen rennen. Wenn ihr natürlich keine Ausdauer habt, ist er irgendwie blöd. So, und das Ding... Versuchen wir jetzt hier durch die Tür zu buxieren. Das wird natürlich jetzt ein Spaß. Ich denke oben an. So. So. Und zurück. Nicht die Tür. Kann ich nicht interagieren. Komm wieder raus. Werkbank. Ich hab dir. Jetzt. Zack. Falsche Richtung. Wenn ich die Tür zugemacht hätte, hätte ich es bestimmt einfacher gehabt. Warte mal. Kann ich an die. Kannst du hier hochbolten? Kannst du nicht. So, ah, es hat durchgepasst. Sehr gut. So, Werkbank. Gibt es einen guten Platz? So, die setzen wir hier an die Wand. So. Oh. Sitz passt, wackelt hat Luft. Und hier können wir halt viele verschiedene Dinge craften, die wir halt nicht im Inventar craften können. Spezielle Sachen. Wir können uns Nägel herstellen. Werkzeuge, zum Beispiel einen Eimer, um Wasser zu holen. Wir können uns hier einen Benzinkanister craften. Das können wir eigentlich mal direkt machen. Mit der Säge habe ich mir mal schnell einen Benzinkanister gesägt. Das sind jetzt Dinge, die ich mache das Spiel nicht lächerlich. Ne? Nicht, dass ihr Angst habt, dass ich das Spiel hier runterziehen will. Das Spiel ist wirklich sehr, sehr gut. Und für so eine One-Man-Show finde ich das wirklich cool gemacht. Also wir können jetzt zum Beispiel Benzin abzapfen. Was wir aber machen können, ist... Dinge einbauen, die wir jetzt gelootet haben. Zum Beispiel einen Reifen. 10 Minuten, um einen Reifen zu montieren. Damit machst du bei ATU keinen Umsatz. So, da haben wir schon mal einen Reifen drin. Jetzt ist das Auto auch schon mal hochgebockt, zumindest vorne links. Und wir hatten hier... Wo hatten wir denn Autoteile? Nein? Yep. Dann können wir hier mal umsortieren. Das darüber, Seile... Platinen, Zahnrad hatte ich auch schon irgendwo. Jetzt aber unerheblich. Wir brauchen das, die Zündkerzen, die Batterie und den Motor. Dann haben wir schon mal eine Grundlage für ein Auto. Bräuchten wir nur noch drei Reifen. Ich glaube, wir haben einen in der Werkstatt vergessenen Reifen. Und 20 Minuten einbauen. Zündkerze. Wird Nacht. Ihr seht, die Zeit verfliegt im Hintergrund. So, jetzt fehlen eigentlich nur noch drei Reifen und ein bisschen Schibrit. Dann könnte man im Auto schon rumfahren. Ja. Also so funktioniert das Ganze. Wir können uns halt verschiedene Sachen craften, um hier zu überleben. Das würde ich jetzt gerade mal zum Abschluss des Angezockts nochmal zeigen. Also wir haben hier Leder, was wir aus Häuten von Tieren erstellen können. Beziehungsweise aus trockenen Häuten. Und wir brauchen auch zum Beispiel für einen Bogen, brauchen wir zum Beispiel getrocknete Tierinnereien. Das ist der eine Teil, den wir craften können an der Werkbank. Und die Werkbank kann auch nochmal hier upgraded werden. Hier könnte man das mit zwei Latten hat man hinten im einen Wagen vergessen. Da könnte man die Werkbank upgraden. Dann gibt es auch weitere Dinge, die wir herstellen könnten. Ja. No. Und so kann man verschiedene Sachen machen. Wir können hier mit B, können wir zum Beispiel hier so ein Trockenrack bauen, wie man es aus Seven Days to Die kennt. Ein Grillrost, den man aufs Feuer legt und. Also es gibt viele Dinge, die dieses Survival-Spiel beinhaltet. Ein Wasserkondensator oder beziehungsweise hier kann man auch Moonshine anscheinend drin brennen. Man kann einen Generator aufbauen, ein Wasserfass, wo man Sachen drin sammelt. Lederverarbeitung oder die Werkbank, die wir schon gefunden haben, kann man auch aus Grunddingen herstellen. Eine kleine Hütte kann man bauen. Wir haben jetzt ein Haus, Lichter und. Also viele Dinge kann man hier herstellen in Myst Survival. Dieses Spiel ist bestimmt kein Myst und für 8,99 € auf jeden Fall eine Empfehlung wert. Link findet ihr in der Videobeschreibung und ich hoffe, es hat euch gefallen, dieses kleine Angezockt aus Myst. Dann bis zum nächsten Angezockt oder vielleicht weiterem Gameplay, je nachdem, wie das bei euch ankommt. Im Moment kommen halt viele neue Spiele raus und als ich Bad North angezockt habe, habe ich auch gesagt, viele neue Spiele, deswegen ist immer so ein bisschen schwierig, was ich hier als Let's Play beginne. Aber für so ein Angezockt
denke ich, ist das schon mal ganz, ganz nett. Und ihr habt einen kleinen Eindruck von dem Spiel. Also, wenn es euch gefallen hat, gebt mir einen Daumen nach oben, damit ich weiß, ob ihr da vielleicht in Zukunft mehr sehen wollt. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bis dahin. Tschüss.